Die momentan beliebteste Drucktechnologie hat viele Namen. Die gebräuchlichsten sind FFF, FDM oder PJP. Allen gemeinsam ist, dass sie mit geschmolzenem Kunststoff arbeiten. Das Verfahren wird oft mit einer Heißklebepistole verglichen. Und im Prinzip stimmt das auch. Beim FFF-Druck, also der Fused Filament Fabrication, wird ein Kunststoffdraht gezielt in eine Heizkammer gedrückt, in der der Kunststoff schmilzt und durch eine Düse wieder austritt. Dabei wird die Düse in zwei Richtungen bewegt und zeichnet mit dem geschmolzenen Kunststoff die einzelnen Schichten des Modells nach. Wenn eine Schicht fertig ist, bewegt sich die Düse ein kleines Stück nach oben und zeichnet die nächste. Der FFF-Druck ist im Moment die beliebteste Druckmethode, weil weder die 3D-Drucker noch das Verbrauchsmaterial besonders teuer sind. Fertige Geräte kosten je nach Größe und Ausführung zwischen ca. 500 und 2000 Euro. Alternativ können erfahrene Selbermacher auch FFF-Geräte in Rap-Rap-Manier komplett nach eigenem Geschmack zusammenbauen und zusammenstellen. Die einzelnen Bauteile oder Bausätze hierfür sind mittlerweile gut verfügbar. Der Bauraum der günstigeren Geräte liegt dabei in der Größenordnung von 20 cm in jede Richtung. Als Filament, also als Druckmaterial, stehen verschiedene Kunststoffe zur Verfügung. Die beliebtesten hierbei sind PLA und ABS in sämtlichen Farben. Mit etwas Einstellarbeit können auch alternative Materialien mit speziellen Eigenschaften gedruckt werden. Der FFF-Druck ist auch die einzige Druckmethode, mit der teilweise hohle Objekte gedruckt werden können. Massive Teile werden in der Regel innen automatisch mit einer Wabenstruktur gefüllt und können so leichter, schneller und günstiger gedruckt werden. Mittlerweile sind auch FFF-Drucker verfügbar, die mehrere Materialien zu einem Objekt kombinieren können. So können zum Beispiel mehrfarbige Teile oder kombinierte Drucke aus steifen und flexiblem Material hergestellt werden. Auch wenn so hergestellte Objekte nicht ganz die Belastbarkeit von Teilen aus der Massenfertigung erreichen, so sind sie trotzdem so stabil und zäh, dass sie für viele Anwendungen ohne Probleme direkt verwendbar sind. Besonders bei den bezahlbareren Geräten müssen dabei allerdings öfters Abstriche bei der Genauigkeit der Druckergebnisse oder bei dem Druckraum gemacht werden. Überhänge und feinere Details können prinzipbedingt nur schwer gedruckt werden. Darum sind viele im Internet verfügbaren Modelle bereits mit den Schwächen des FFF-Drucks im Hinterkopf entworfen worden.